Oh Mario, mach keine Scheiße. Wird doch niemand Scheiße machen. Du fliegst gerade genau auf den Turm zu. Soll ich mal mit dem Objekt nach oben kommen und ich damit ramm? Boah, das wäre ziemlich böse. Hey Mario, land bitte nicht auf meinem Objekt oder auf der Platte hier. Land auf einen unser Helipads, die wir gebaut haben. Okay. Danke. Warum stöhnst du dabei, sag ich mal? Ich muss meine Konstruktionshilfe weiter hoch schaffen. Nein! Was passiert? Nein! Was ist kaputt gemacht? Wir haben zu hoch gebaut! Wir sind out of territory! What? Ernsthaft? Ja, unser Territorium ist zu Ende. Wir müssen unser Ding upgraden. Ach so. Oder nee, warte mal. Was machst du denn da? Das ist nicht einfach, ja? Da ist schon wieder in seine Irre. Da ist ein Baum! Mario! Nee. Ich kann das! Oh mein Gott. Du bist viel zu weit vorne. Oh mein Gott. Mario, oh Gott. Runter! Oh mein Gott, ist das ein Rekord? Super. Ich weiß ja gar nicht, was du hast. Ich bin perfekt gelandet. Hallo? Ich muss hier raus. Oh. Alter. Oh, guck mal, ich bin perfekt in der Mitte gelandet, ja? Ja, what the fuck, Alter? Was ist das Problem, Knüppel? Ist doch super. Ja, okay. So, im Helikopter sind. Guck mal bitte unseren Turm an, wie groß der ist! Oh mein Gott, ich hab ihn noch gar nicht gesehen. Teuer, welches nächste Upgrade? Irgendwie Respekt, warte mal, kann ich mal direkt mal nachgucken. Komm, sieht das bei mir nur so aus oder wackelt der Helikopter die ganze Zeit? Oh Gott, Knüppel, Alter. Das ist irgendwie Trust-Issues, kann das sein? Ja, der Hover. Seitdem ich das eine mit Mario geflogen bin, ja. Okay, warte mal, das Problem ist, hier steht New Level 2 von 10, Upgrade Territory, okay? Und achso, ich muss Respekt. 10.000 Respekt brauche ich dafür. Boah. Wow. Ich weiß gar nicht, ist das viel? Ja, du kannst ja mal 6 drücken. Oh, ich habe 2.000 Respekt gerade. Ich habe 1.000. Ach du heilige Scheiße. Anjo, wo bist du nochmal? Anjo, komm mal her, du musst jetzt ein paar Mal sterben übrigens. Aber egal, warte mal, ich muss mir den Turm von unten ansehen. Ey, komm mal, der Turm hat jetzt schon was, so? Der sieht richtig nice aus. Ich meine, guck mal, diese beiden Helipads, die ich noch dran gebaut habe. Wie geil finde ich, wie die Flaschen und alles, was du da hingeschmissen hast, ist irgendwie da jetzt hapert gerade in der Luft. Ja, das war auch so eine Konstruktionsplattform, das war so eine Konstruktionshilfe, damit man nach oben bauen konnte. Ach so. Oh mein Gott. Gut, dass ich überhaupt noch was aufnehmen konnte, wie ich quasi diese eine Plattform noch platziert habe. Ich habe ein Ding noch platzieren können, dann war das Limit erreicht. Die umgeht den ganzen Bugfix. Gut, dass der Autorun in der Mod drin ist. Wenn es ausmacht im Wasser, ist man tot, ne? Ja, richtig. Oh Gott, ich bin tot. Oh nein, du warst doch im Wasser. Oh mein Gott. Was? Hast du gesehen? Meine Zehenspitzen waren in dem Schaum. Okay, das war's dann für die heutige Folge. Schießen? Was machst du? Ja, oder landen? Oder? Lass mal einen Angriff legen, würde ich sagen. Okay. Direkt vorne bei dem Eingang, der ganz vorne jetzt von uns ist einer drin gewesen. Also schießt einfach gleich. Einfach langsam geradeaus. Alles klar. Bereit, Meier? Jo. Go. Feuer! Beim vorderen Eingang, also beim hinteren jetzt im Endeffekt, da. Unter der Treppe hat einer gesessen. Jo, da ist er. Er schießt zurück. Er schießt da irgendwo nur hin, ja. Ich bin getroffen übrigens, schwer getroffen, ich verblute. Muss landen. Weiße. Siehst du auch links oben immer. Ja. Hat jemand Medizin? Ich habe keine Medizin. Ja, ich hab welche. Ich hab Medizin vergessen zu kaufen. Leg in Heli rein. Vergesst mal Medizin zu kaufen. Ist drin? Nice. Ja. So, dauert einen Moment dann. Was mach ich da? Holy shit, Alter, verbinde ich mich auf der Bank? Boah, nice, Mann. Gut gelandet. Also, bisher noch nicht, aber... Okay, ja. Ich näher mich einfach mal ein bisschen und du checkst dann einfach raus mit Mario, was da passiert. Mario kann ja noch mal ein bisschen angreifen. Ist down.
Ja, OB, der Leute. Der andere ist runtergegangen. Und auf jeden Fall Safe Call auf dem Hügel ist noch einer. Okay. Mein Alter, das ist eine M320, die auf dich geschossen hat, ne? Ich glaube, ja. Mich hat alles geschossen gerade. Holy fuck, man. Ich hasse diese Nachtkacke hier. Ich muss mit Night Vision spielen. Ja, ich auch. Ich kann nichts mehr sehen. Seltsamerweise schon, ich einen Tipp. Aha. Bei mir ist es noch nicht so dunkel. Mhm, ist tags, ja, tagsüber. Immer Day bei dir, aus irgendeinem Grund. Okay, ich kann jetzt nicht mehr auf langer Distanz schießen, weil da mein Night Vision nicht mit kompatibel ist. Ne, ja, ist richtig, ja. Vielleicht sollte man sich echt mal ein NVS-Scope oder sowas holen. Ja, der läuft gerade einen Berg hoch, Maja. Na, nicht auf meiner Seite jedenfalls. Pass ihn. Ja. Okay, da gehören scheinbar noch andere Leute dazu, die nicht diesen Tag davor haben. Mhm, 170 Meter. Das wird aber gesehen jetzt, Maja. Am besten gehst du wieder auf deine andere Seite rüber, ja? Wir können damit rechnen, dass die anderen gleich ankommen. Ja, ernsthaft. Weil da loggen jetzt bestimmt Leute ein und so. Wir können nicht beide von rechts kommen. Okay, dann versuche ich mal. Ich muss aber offen rüber rennen. Kein Ding. Der hatte Ongili an. Sehr hellen sogar. Dann hat er sich den geklaut von dem Typen oben. Der andere ist ja runtergefallen, den ich erschossen habe. Konnte den wahrscheinlich easy looten. Wäre lustig, wenn ich jetzt jemanden sehen würde, wie er so durch die Wand glitscht, also mit seinem Kopf, um zu gucken, wo die Beine sind, und ich ihn dann durch die Wand töte. Please make it happen. Wer verdient auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall, ey. Davon gibt's echt zu viele. Ich musste übrigens schießen, Kevin, ich konnte unmöglich sagen. Ich dachte, du siehst den Aimpoint. Ich hab ihn auch nicht gesehen. Ich kann auch nicht auf so großer Distanz spielen, ich hab nur einen Aimpoint. Ja, ich hab auch nur mit Aimpoint gespielt. Das funktioniert ganz gut übrigens. Also, auf der Waffe halt, ne? Wir haben ja dicke Waffen. Oh Gott, jetzt wieder ein Fisch, der an Land schwimmt. Nein, nicht in den Stein! Oh, oh nein. Das ist ein Stein. Ja, warte mal, das sind freundliche Leute. Unser Nachbar hat gerade geschrieben, dass es freundliche Leute sind, die wieder drain. Scheiße, Alter, was haben wir nur getan? Oh. Nicht schon wieder. It's all about that base. Die haben zuerst geschossen. Hallo. Jungs. Hallo. Hallo. Helikopter. Ich seh dich im Busch da. Ich seh dich im Busch. Ey, hinter dir. Helikopter. Schieß doch und schieß. Ey, Feuermaßen, das sind nicht wir. Ich seh dich im Busch und will ich nicht abschießen. Das macht keinen Scheiß, okay? Hallo. Red mit mir. Hallo. Das ist nicht unser Helikopter. Okay, gut, weil ich hab dich gesehen und ich hätte dich töten können. Ich bin hier, vor dir, hallo. Er dreht, er kommt gleich wieder, denke ich mal. Wir sollten zusammen den Helikopter abknallen, ganz ehrlich. Außer gehört zu denen. Jo, ja, er hat gesagt, jo, schießen weg. Alles klar, wir schießen nicht weiter auf euch, der Sniper auch nicht mehr übrigens. Hallo, grüß dich übrigens, mein Name ist Forsen Boys. Letzte Position war über... Ja, der kommt wieder her. Er ist eh noch her. Hab einen! Nice! Bitte, Herr Pilot, bitte, Pilot. War nicht der Pilot. Ich wusste, wer das ist im Übrigen. Ich wusste es. Wer denn? Ralfing? Guck mal, Ralfing und DMD, die gehören zusammen doch. Beides Admins, glaube ich, hier. Also Ralfing auf jeden Fall, ja. Was sind denn hier, jo? Ich soll sowas schreiben. hi, wie ist dein Name? Kaiser! Kaiser, grüß dich. Sorry übrigens für die Sache. Kein Ding, ich bin ja nicht gestorben. Ich hab dich gerade gesehen im Busch übrigens. Ich dachte schon, du drehst dich um und bringst mich um, Mensch. Bist du allein hier? Ich bin ja sehr egoistisch. Nein, Morpha hat gesagt, soll ich nicht erschießen, wir können nicht rausgekommen. Die sind da in der Mitte und haben Angst. Okay. Aber das hätte interessant werden können. Übrigens, wir hätten die voll durch die Wand wegsprayt. Hallo? Hallo? Jemand in der Base? Hallo?
die Tür, Alter. Das ist deine Base, Alter. Du musst ja die Tür kennen. Oben ist einer. Oben ist einer. Mann, hallo. Da haben die ganzen Lachaffen jetzt über Nacht gebaut. Ich weiß nicht, wo hinten. Hallo. Hallo. Wir tasten einfach die Wände ab. Hallo da oben, du. Oh, hier ist ja Licht. Mal. Guten Tag. Hallo, Entschuldigung, dass wir euch angegriffen haben. Wir haben zuerst geschossen. Ah, Gott. Sorry übrigens, Jungs. Wie heißt ihr eigentlich alle? Ja, ich bin Krieger. Okay, hi Krieger. Ich bin der Corrosive. Hallo Corrosive. Und das da ist der andere, der Kaiser. Ja, ist vielleicht ein bisschen unglücklich gelaufen. Verdammt. Ja, wir wussten übrigens nicht, dass ihr mit unseren Nachbarn zusammen macht. Habt ihr denn vielleicht irgendwelche, soll ich sagen, Leute, auf die ihr nicht so gut zu sprechen seid? Wo wir vielleicht da vorbeifliegen können? Der hat das eigentlich noch nicht bisher, dann sind wir mit uns, allen unseren Nachbarn gut ausgekommen. Ah, okay, verdammt. Ralf, würde ich sagen, immerhin hat er gerade auf uns geschossen. Ja, ziemlich frech eigentlich, oder? Mann, ey. Das ist übrigens mein Freund hier. Weiß gar nicht, wie er heißt. Hallo. Ich bin der Lorium. Ist der DeLorean? Nenn mich Clemens. Das ist Clemens, ich bin Forstenboy. Und ich denke, diese awkward Position, dass wir quasi ihre Base angreifen und dann plötzlich herausstellt, dass wir eigentlich mehr oder weniger befreundet sind, beenden wir einfach damit, indem wir ganz schnell wegfliegen. Wer ist damit? Können wir nicht dem Ralf hinterherfliegen und ihn einfach wegknallen? Können wir machen, ja. Lüftet es danach. Ich glaube, wir können hier hinfliegen. Ich komm mit. Ja. Lass die Bauboys mal bauen. Das wäre echt lustig geworden, übrigens mit nah ranschleichen und durch die Wände sprayen und so. Verdammt, ey. Hätten da ziemlich gut Damage machen können. Ja, bei denen. Ja gut, Knüpp, komm einfach rangeflogen. Ich würde mich auch gerne inviten, wenn ihr wollt. Ich bin hier noch nicht mehr. Ja, okay, alles klar. Du zwängst dich hier so ein bisschen auf, Kaiser, aber kein Ding. Wait, what? Sind wir kaputt? Nein. Oh Gott. 1000%. Einer ist jetzt aber außen noch. Wir sind alle schwer verletzt, du musst landen. Ja. Ich komm zu unserer Base, Halt euch schnell, Im Helikopter ist Shit drin. Einfach öffnen. Oh, ich muss benutzen. Selber mich heilen. Oh mein Gott. Ja, klar. Kann ich nicht, Daniel. Ich kann das doch auch. Aber ich kann es nicht doppelklicken. Aus dem Heli raus. Ich kann es nicht ins Inventar ziehen. Ihr geht echt nur den Typen, der direkt vor euch steht. Okay, Maya. Ja. Soweit bereit zu schießen für den Fall, dass wir schießen? Nee. Such dir mal eine Position aus, wo du, keine Ahnung, aufstehen kannst oder so, aus der Hocke schießen kannst. Also was? Das ist leichter gesagt als getan mit meinen Klamotten. Ja, das ist halt immer uncool, ne? Wenn man solche Spec-Ops-Shit macht hier. Am besten, du ziehst auch einen Rucksack raus und legst ihn auf den Boden. Der ist viel zu auffällig. Da ist meine ganze Munition drin. Ich weiß, aber leg einfach den Rucksack auf den Boden. Ich leg meinen jetzt auch auf den Boden. Solange wir kämpfen. Das ist halt das Doofe, ne? Muss halt so ein bisschen strategisch denken jetzt. Ich weiß nicht, wie viel Munition da drin liegt. Weil der ist halt sehr auffällig, ne? Das ist halt den auffälligsten Rucksack. Deswegen rate ich auch meistens immer den Leuten davon ab, den zu kaufen. Vielleicht links von dir. Mhm. Jo, Knüpp, sag uns, wenn die irgendwie gemeinsam zur Base fahren oder so, ja? Ja, ich sehe gerade seltsamerweise niemanden mehr. Nicht mal den Typen, der gerade vor euch gestanden hat. Der hat eben gerade Holz gehackt und ist auf einmal weg. Und der kann nicht weggefahren sein. Am besten, du nimmst erstmal keine Waffe in Hand oder so, ja? Du bist auch ein bisschen schneller. Dann kann ich direkt zurücksprayen. Ist ja die Sache, ne? Ob die überhaupt schießen. Bitte, der rennt auch drauf zu, der Idiot. Egal. Aber doch nicht, der hat sich immer hingelegt. Ich dachte schon. Er hat sich nur in so einen Busch reingelegt. Ah, Schuss auf mich. Deine Seite. Warte, ich schieß hin. Ich sehe den Busch direkt. Der liegt unter dem Baum. Unter dem Baum. Genau, unterm Baum liegt der. Bist du tot? Ich bin tot. Deiner Seite ein bisschen weiter, circa 100 Meter entfernt. 100 bis 200 Meter. Ich sehe ihn. Gib ihn.
Versuch's. Der Mate müsste ja nicht auch geben können. Er läuft. Wohin? Nördlich von dir weg. Läuft runter Richtung Strand. Rechts von dir im Endeffekt, Sichtfeld. Ich sehe. Ich will ihn ein bisschen zurück, sonst kann ich nicht schießen. Oh Gott, Schweine-Aim. Oh, Hilfe. Kannst du bitte schießen? Wir müssen gerade umpositionieren, sonst kann ich nicht schießen. Bin zu weit weg, zu nah dran. Okay. Noch ein Stück Kilo. Gutes Stück noch wieder. Du kannst auch ein Stück runtergehen. Reicht und jetzt müssen wir nach links drehen. Und der ist verletzt. Glaube ich. Ah, ich sehe, ne? Der liegt vor dir fast direkt. Ja, der ist im Busch, ne? Ja, genau. Warte, ich versuche es. Jo. Ist halt mega schwer. Bringe ich nicht zum Laufen auf jeden Fall. Okay, let's go. Ganz knapp bei ihm eingeschlagen. Gib ihn nochmal. Ah, Killy wackelt. Er hat die Beine gebrochen, glaube ich. Ja, glaube ich. Hab ihn. What? Alter, war weiter. 1080 Meter aus der Luft von der Bank vom Helikopter. Ich hab richtig Schweine aimed auf den, dummerweise. Guck mal, ob du noch jemanden findest, ja? Ja. Ist auf jeden Fall TSA, ja, das. Ey, keine Ahnung, ne? Ich weiß nicht, ob das in der Mod liegt oder so, aber das wackelt so krass, die Waffe. Das, im King of the Hill ist das anders mit den Waffen, Weapon Sway. Gut gemacht übrigens. Hast du aufgenommen? Ja. Nice, man. Geiler Killer, Alter. Alter. Ich hätte schon fast ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich jetzt in den Busch reingesprayt hätte. Ich war kurz davor, Alter. Ich hatte nur gesehen, wie er ganz langsam gelaufen ist. Der, so langsam läuft kein normaler Spieler. Nee, der hätte die Beine gebrochen, definitiv. Dick. Krasser Schuss, Alter, dann ist es auf jeden Fall richtig krass, wenn die Bäume fällen. Die legen sich einfach rein und die sind unsichtbar für mich. Ich sehe sie nicht mit meinem Bärmel. Was für ein Zero-Ring hast du gehabt? Ich kann ja kein Zeroing einstellen, das steht auf 0 Meter. Okay. Und hab den, im Endeffekt den vierten Punkt genommen, glaube ich, oder den dritten Punkt. Passenger Kill aus 1082 Metern, ja? Das, und Scheiße, ey, das ist mein Traum, das wollte ich auch schon immer mal machen. Vor allem, ich hab den Schuss gehört, ne? Der hat keine Ahnung, wo du warst. Kann ich dich sehen? Weißt du? Möglich. Wo bist du? Warte mal kurz, Anjo sagt die ganze Zeit, dass irgendwie. Ich sehe einen Helikopter, aber holy shit. Ja. Was sagt Anjo? Killy, wie viel Sprit ist noch drin? Steht unten rechts, wie viel Liter? 54 haben wir noch. 54. Haben schon die ganze Zeit geschrieben im Chat. Das habe ich nicht gesehen. Also. Einfach mal wegfliegen und landen. Sorry, Mayo. Ja, wir können im Endeffekt kurz tanken gehen oder so. Boah, geht so, ne? Oh, ne Scheiß, Alter. Zeus, ey. Bam. Zack, 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 Alter. Der Typ hat gar nichts checkt, Alter. Nee. Der dachte sich schon auch so, 1082 Meter in einer Sand... in so einem Hügel, in so einer Spalte drin? What the fuck? In einem Busch? Der hat gar nichts mehr verstanden, glaub mir. Nee. 1082 Meter, Alter. Ist gut, jemanden dabei zu haben, der gut snipen kann, ernsthaft. Das ist richtig gut, ey. Es war richtig hart, aber halt erstmal den Eischuss zu sehen, dann erst genau über ihm eingeschlagen, es wäre halt richtig hart, wenn es vielleicht der erste Schuss gewesen wäre. Ja, Mann. Das. Cold Barrel Shot, das wäre übel. Ja. Ja, so wie vorhin, mit den 900 Metern war ja auch schon in Ordnung. Ja, aber das ist ja auch ganz easy, Alter. Da kämpfst du ja auch mit normalen physikalischen Begebenheiten, so, ne? Genau. Übrigens, der Typ meinte nördlich Schüsse. Kannst ja mal gucken, ob du was siehst. Am Waldrand. Oh, der könnte mich jetzt gleich sehen, der mich tot. Umläuft mich. Such ihn gerade. Ich bewege mich ist einfach nicht. Okay, die jagen. Ah, ich sehe ihn. Genau gegenüber von dir, auf der anderen Seite. Ah, ich sehe es, ja. Da ist so ein Stein. Nord-Nordost ist so ein Stein, so ein großer Fels an den Bäumen.
ich sehe ihn. In der Grünfläche schon. Da ist noch einer, direkt am Felsen, links davon. Erster Baum direkt daneben, gehockt. Ich glaube, ich sehe nur den gehockten. Jetzt direkt vorm Felsen. Okay, rechts davon ein Stück ist noch einer. Okay. Aber den sehe ich jetzt nicht mehr. Okay, ich könnte auf den am Felsen gleich mal schießen. Mach dich gefasst. Warte, dann muss ich hier jetzt weg. Okay. Ja, oder schieß ihn ab, wenn du kannst. Ich bin dann hier weg. Alright. Schießt du? Hab okay, hast ihn. Nice. Hab einen getötet. Wo ist der andere hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Take a look. Der muss tiefer in den Wald reingelaufen sein. Gut, dass ich fucking Thermal Vision dabei habe, ernsthaft, ey. Ja. Das ist schon... Da muss entfernt werden, Mann. Eigentlich auch, ja. Ich kann den anderen nicht sehen, der ist ziemlich weit entfernt. Also der muss irgendwo, keine Ahnung, hinten tief im Wald sein oder so. Aber wenn die sich gezofft haben, dann sind das nicht die TSA-Leute, ne? Denk dran. Oh, was hast du da erschossen? Ich hab den Namen nicht gesehen. TSA irgendwas. Oh, hast den richtigen erwischt. Was ist das denn hier? Ein Hase in der Kaserne? Ich flipp aus! Was macht der scheiß Kanickel hier? Da ist kein Kanickel, Mann. Da ist kein Kanickel, Mann. Hier ist ein Kanickel. Digga, da ist kein Kanickel, komm. Hier ist Kanickel, das hoppelt. Was komm, ist das? Komm, was macht das Kanickel hier? Wir bringen dich zurück ins Einsatzgebiet. Komm, die Jungs brauchen dich. Hier sind Nahrungsmittel, seht komm, ihr das nicht? Sag mal, jetzt, lauft ihr alle am Leben vorbei komm, oder was? Hier können mit, keine Nagetiere mach in die Kaserne. Mach dir keine Sorgen, komm schon. Du musst jetzt mitkommen, okay, folgendermaßen. Ja, die Leute warten schon da draußen, die wollen dich mitnehmen. Komm mal hier. Warum haben sie keine Hosen an? Komm mal her. Hier, nimm mal das, da, hier, da, komm mal her, das hier. Und da, guck mal hier, das Kernelberett. Aha. So, schon sind wir wieder der richtige Mensch, ja? Hier, setz mal ihre Mütze auf, da. Ist die Finger davon. So. So, die nächste Sache, die ich hier klären will, ist, warum ist hier kein Nickel an den Lebensmitteln? Vollermaßen, ja, das Kanickel war nur für dich da. Aber du blamierst mich gerade vor all meinen Freunden hier. Also ist ja echt gut, wenn wir vielleicht weiter weggehen könnten. Pass auf, du hast keine Klamotten an, ja? Das liegt hauptsächlich daran, weil... Leute, die keine Klamotten anhaben, die laufen am Leben vorbei. Die haben die Kontrolle über ihr Leben verloren. Wie wär's, wenn wir einfach vom Fastfood-Laden weggehen, von all den Leuten, die uns hier hören können, und wir gehen einfach hier vorne wieder zurück hin und dann gehen wir in den Fennec und dann fahren wir schnell weg. Ich hab tausendmal gesagt, dass keine Helme in der Kaserne aufgesetzt werden! Verdammte Axt nochmal. Alles muss ich hier 500 Mal sagen. Flipp ich richtig aus hier. Ich setze den Helm gerade ab. Oh Scheiß, wer hat euch jetzt hier hingekackt, ihr verdammten Versager? Okay, folgendermaßen, du bleibst dich immer noch vor all den ganzen Leuten hier. Steig doch schon mal in das Einsatzfahrzeug ein, ja? Und wir treffen uns einfach draußen, okay? Codewort kackender Phönix? Codewort kackender Phönix. Okay, ab geht's. Mann. Oh, warte mal, der will mit dir diskutieren! Was? Hab ich hier wieder Worte gehört oder was? Nimm erstmal den Helm ab, du Hacho! Was denkst du eigentlich, wer du bist? Du Hacho. Ey, wenn ich das der Leitungsspitz kriege, ihr werdet alle achtkant im Kreis kacken! Sag mal, ist dein Stammbaum Kreis oder was? Nimm die Maske ab! Ich flipp aus hier, Alter. Was ist aus den ganzen... Der hat die Maske abgenommen. Sehr gut. Das ist übrigens sehr nett, dass du ihm entgegenkommst, aber du darfst ihm nicht zu viel Aufmerksamkeit spenden, weil der Mann, der ist ein bisschen eigenartig im Kopf. Übrigens, hast du den Helm noch auf, wenn du den Helm absetzen könntest, dann könntest du mir heute Abend sehr viel Mühe ersparen, hä? Okay, wie wär's, wenn wir jetzt einfach wieder zurück in den Fennec reingehen und wir genießen einfach seinen Tag, ja? Ich hab mir eure Namen gemerkt. Wir sehen uns, man sieht sich immer zweimal im Leben, ne? Man sieht sich immer zweimal im Leben, sag ich ja. Okay, schieß das Ding ab, Rolf. Komm, Alter, ich will mit den Wahnsinnigen hier weg. Kommt raus, Jungs. Ich freu mich schon. Mikey, wenn du der ganzen Operation hier joinen kannst, dann bitte. Ja. Log dich ein, komm zu uns. Ich mach mich auf den Weg. Alles klar. Sag jetzt Bescheid, wenn du in der Nähe bist. Pocket Phoenix übrigens. Könnte sein, dass das jetzt gerade eben hier passiert ist. Also genau, aufgepasst. Das dachte ich mir auch gerade. Okay, alles klar. Okay, so. Auf geht's, Jungs. Vielleicht sollten wir vorher nochmal schnell eine Gruppe machen. Ach ja, stimmt, klar. Ich mach das. Das wär nice, ja. Die Basis ist noch 600 Meter entfernt. Ja, die Basis ist erstmal irrelevant. Ich denke, wir finden erstmal den Hunter. Wir könnten den Hunter auch ausschalten eigentlich. Na, ich habe einen Hunter gefunden. Also okay. Haben Sichtkontakt. Weit weg, 500 Meter circa. 600 Meter.
Wir erstmal gleich Bewegung hier irgendwo sehen. Unter Holz. Mit ein bisschen Glück können wir die sogar von hinten bumsen, wenn wir Glück haben. Weil die sind ja quasi auf dem Weg zur Base. Und wenn die sich, sagen wir mal, für die Base positionieren, weiß ich nicht, sind die vielleicht nicht so scharf darauf, ihren Rücken zu beschützen. Soweit gar nichts. Ich auch nicht. Wir haben noch unsere OP-Visiere. Ich werde mal damit rumkommen. Mhm. Der Hunter glüht in der Nacht, aber ich sehe keine Spieler. Okay. Dann werden die schon vorgeprescht sein in dem Wald. Alles klar. Let's go. Hier ein bisschen weiter links. Jo, am besten nimmst du vielleicht immer so eine etwas höhere Position ein. Na genau, den wollte ich jetzt gerade links rüber. Ah, der Hunter, wie gesagt, der steht, ne? Die haben den abandoned. Die sind zu dritt losgelaufen. Zwei Gillies, ein normal gekleideter. Zwei Leute hatten halt Gillies, wir haben Signaturen und einer war halt stehend normal. War das nicht so, dass ihr damals in Arma 3 Epoch quasi nur mit der Hellcat rumgeflogen seid? Oh mein Gott, die sind direkt. Oh mein Gott, die rennen zum Hunter. Schnell, wir müssen zum Hunter. Okay, schnell. Ich werde gleich direkt schießen müssen, Knüppel. Ich sehe den Hunter noch nicht. Ah, jetzt sehe ich, ne? Okay, da steht auch einer direkt rechts vom Hunter. Abse. Passt sie. Abse. Sorry, Knüppel, ich musste. Ja, kein Ding, ich war noch ungefähr 50 Meter hinter dir, hätte er nichts machen können. War ganz gut, dass es so passiert ist. Balancierte Waffe. Ja. Die rannten gerade zum Hunter, die wollten vermutlich gerade Deckung, keine Ahnung, weg oder so. Ja. Klar, das bedeutet, dass TSA gerade ungeschützt ist. Hat da bis jetzt auch noch nichts gesehen in der Base. Ich vertraue darauf, dass ich wirklich nur drei Leute gesehen habe und renne mal in den Nahkampf, ja? Ja, ich bin direkt hinter dir, wenn was sein sollte. Alles klar. Weil ich möchte ganz gerne was zu essen und zu trinken vor denen haben. Ja, das geht. Haha, wollten gerade abhauen. Achso, das sind wieder die vom letzten Mal. Stimmt. Wenn die wüssten. Das ist unsere Base-Lasse, hi. What? What? Warum lag da gerade ein Typ tot? Awesome. Come on, die ist wirklich awesome. Who built this? Who built this? Yeah, it was me, of course. Hey, you? Great Base-Builder? What? Bist du gerade gegen den Stein? Daniel, bitte. Versuchst du, über den drüber zu fahren? Ich glaube, es ist Knüppel. Der ist dummerweise nur AFK. Ich wollte ein bisschen Angst machen. Warte. Guck mal hier. Mal gucken, ob der weggeht. Oh, 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 oh. Ich glaube nicht, dass er weggeht. Oh! Das ist Hoff. Oh, der ist auch AFK. Oh no, Hoff! Sheesh! Hoff, du hast echt Vertrauen, Alter. Ohne Scheiß jetzt, ne? Ohne Scheiß, Alter. Hier, das ist unser Haus. Jetzt parken wir jetzt einfach mal. Zack! Okay, ist das legit, wie du geparkt hast? So? Klar, ist das legit. Klar? Sieht das Ding heiß aus oder sieht das heiß aus? Ohne Scheiß, Alter. Willkommen in Rust. Let's go. Guck mal hier, das ist unsere Bachelor-Indoor-Terrasse, ja, für den Fall, dass es regnet. Ohne Scheiß, Alter, ich kann mich hier richtig gut mit Koks und Nutten gerade vorstellen, so, ach du Scheiße. Komm mit, alles geht weiter. Ohne Scheiß. Wo ist mein Playboy-Apartment? Hier, guck mal, das ist übrigens unsere Fahne, die quasi unsere Gesinnung darstellt. Okay, aber die müssen wir runternehmen, wenn ich Ladies nach Hause bringe, okay? Das ist Lemon Party. So, hier ist quasi die andere Terrasse, ja. Wow, tschüss, Bruder, tschüss. Ja, Mann. Ich hab richtig ausgepackt hier. Richtig fly, Alter, ohne Scheiß. Geh weg! Wow. Du musst so hoch, das ist der Panic Room, wo Killy sich versteckt hat, als wir angegriffen wurden. Okay, der ist kugelsicher so? Ja, ist absolut kugelsicher. Der ist kugelsicher, okay. Soll ich das demonstrieren? Nein. Ja, okay. Ich kann das auch demonstrieren. So, hier ist unser erstes Helipad. Halleluja! Ohne Flachs, Alter. Heli-fucking-Pad, Digga. Guck mal, sei ehrlich, das sieht wirklich gut aus, mein Junge. Das ist gut, Digga. Das ist gut. Und das hier ist das große Helipad. Okay, wer hat das Patent hier für das meine, Haus? Meine. Ich habe auch das achteckige, wobei sind das achtecken, vermutlich achteckige Design patentiert. Und das da oben ist der Turm of Doom. Möchtest du da wirklich hoch, weil der ist noch nicht fertig? Der ist noch nicht fertig. Wie gefährlich ist das, da hochzugehen? Das ist ja mal so, das ist schon so 7 out of 10, sag's mal so. 7 out of 10? Ja, komm erstmal hier hoch. Erstmal hier, das, dummerweise wächst hier noch unser Treppenhaus im Baum. Muss man, kann man locker durch, oder? Ja, genau. Da muss man durchfahren. Fahren! Vielleicht so ein bisschen so anwinkeln, dass du nicht direkt den Stamm anguckst. Ich gehe auf einfach die andere Seite hoch. Bauen! Ja, das sieht sehr gut aus. So, und dann gehen wir hier hoch. Halleluja, guck dir das an. Ist das hier nicht schick? Guck mal hier. Übrigens Spitzdach, ja.
Ja, für den Fall, dass du dich mit deiner Freundin hier aufs Dach legen möchtest und heimlich rauslaufen möchtest. Alter, du hast dein Haus nach Bumspots gebaut, erzähl mir doch keiner. Ja, Mann. Wo man am besten flanken kann, so hast du dein Haus konzipiert. Da kannst du sogar über freien Himmel quasi Fußball flanken. Ohne Scheiß, wir verstehen uns. Wir verstehen uns. Hat sich doch ausgezahlt, dass du viel Zeit mit mir verbracht hast. Ja, seitdem habe ich so ein bisschen die Hemmung verloren. Und hier oben ist übrigens unsere Sniper-Position. Das Problem ist, wir haben immer noch nicht genügend Respekt gesammelt, damit wir hier weiterbauen können. Und wir müssen mehr Leute töten, bevor uns erlaubt wird, dass wir höher bauen dürfen. Du brauchst mehr Respekt, damit du höher bauen kannst? Ja, oder damit du allgemein bauen kannst? Das ist ein 15 Meter Plotpole und der Turm ist quasi jetzt 15 Meter hoch, weißt du? Deswegen, wir brauchen halt sozusagen, wenn wir ein großes Territorium, zum Beispiel 30 Meter Plotpole haben, dann können wir 30 Meter in die Höhe bauen. Und halt auch in, weißt du, in den Radius von 30 Metern. Okay. Der Radius ist halt dreidimensional auch nach oben. Da drüben sind übrigens unsere Nachbarn, ja, die uns permanent ermahnen, wenn wir irgendwie Leute angreifen, dass wir es nicht machen sollten. Die besuchen wir gleich mal, oder? Die sind echt nett, da können wir echt mal vorbeigehen. Ja, was sind die nett so? Nett drauf? Komm, wir fahren drauf vorbei. Komm. Alles klar. Auf geht's. Let's fucking go. Man muss auch, wenn man neu einzieht, muss man die Nachbarschaft pflegen, ne? Das ist ganz wichtig. Man bringt Brot und Salz vorbei, oder? Wie war das nochmal? Brot und Salz? Ja. Echt? Brot und Salz? Ja. Ich glaube, Brot und Salz bringt man vorbei, oder? Brot und Salz. Keine Ahnung, soll ich so Salzstreuen mitbringen, oder wie? Ja, sollte, Alter. Wir bringen einfach Schwumms mit, damit wir Nee, Alter. Gibt's noch Salzvergiftung?